Hier. Kerl. Genau. Schön dick. Es gibt einen super Abdruck. So, jetzt die Karte. Moment. Dann wollen wir mal. Zeig mal. Super. Hast du das Parfum? Klar. Da. So, jetzt die Karte dran. Oh, das riecht ja wie ein ganzer Puff. Soll es ja auch. Umschlag. Da. Und was machst du jetzt damit? Schickst du ihm das zu? Nein, ich werf's in seinen Briefkasten. In seiner Kanzlei. Und wann? Noch heute Abend. Ich bestelle mir gleich ein Taxi. Kommst du mit? Oh ja, das kann ich mir unmöglich entgehen lassen. Das Blöde ist nur, dass wir sein Gesicht nicht sehen, wenn er die Karte aufmacht. Guck mal, Geheimnummer. Extra rot angestrichen. Nicht geheim genug für uns. Du hättest Barbaras Gesicht sehen sollen. Die wusste zuerst überhaupt nicht, wovon ich spreche. Was sind denn bewegliche Güter? Da. Bewegliche Güter. Geppert? Hallo? Hallo. Hast du schon meinen Kuss bekommen? Wer spricht denn da? Gefallen dir meine Lippen? Verdammt nochmal, wer sind sie? Erkennst du nicht mein Parfum? Ich möchte wissen, wozu das Ding eine Geheimnummer hat. Wer hat ihn angerufen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich verwählt. Wahrscheinlich. So, und jetzt machst du noch mal Barbara nach. Wozu? Weil mich das so erregt. So, und jetzt gehst du brav in dein Bett und träumst was Schönes, ja? Ach, was soll ich denn um die Zeit schon im Bett? Das ist mir ganz egal, das überlasse ich dir. Aber komm nicht noch mal auf die Idee, mir nachzuspionieren. Ich hab ihn nicht nachspioniert. Ach nein? Du willst immer noch behaupten, wir haben uns rein zufällig eben von meinem Haus getroffen. Ich hab's doch gesagt. Ich habe einen Bekannten besucht und der wohnt eben zufällig bei Ihnen um die Ecke. Was du nicht sagst. Und die Karte mit dem Kussmund, die war gar nicht für mich bestimmt, hm? Du hast einfach nur seinen Briefkasten mit meinem verwechselt. Und der Anruf heute Nachmittag, der war auch nicht für mich bestimmt. Du hast dich einfach nur verwählt. Ich habe mich nicht verwählt. Und die Karte war auch für sie. Und warum das ganze Theater, wenn ich fragen darf? Naja, wenn das alles ist, was du zu sagen hast, dann kann ich ja wieder gehen. Haben Sie sich denn wenigstens über die Karte gefreut? Ob ich mich gefreut habe? Ja, und wie? Würde sich nicht jedermann über so eine Karte freuen? Ja, dann können wir mal zusammen Kaffee trinken gehen. Nein, das geht nicht, wirklich nicht. Aber warum denn nicht? Du und eine Tasse Kaffee, das wäre einfach zu viel für mein schwaches Herz. Mach's gut. Sollen wir nicht langsam los? Sonst kommen wir noch zu spät. Augenblick noch. Ich möchte noch auf jemanden warten. Auf wen denn? Entschuldigung, ich wurde... Hallo. Was macht die denn hier? Kommt er auch mit? Super. Wohin komme ich mit? Zur Martinet bei Gianni. Martinet? Was soll das? Clarissa hat mich eingeladen, weil ich noch nie bei einer Martinet war. Wir gehen zu dritt. Ist das wahr? Nicht ganz. Wieso nicht? Ich fürchte, ich muss euch beide alleine lassen. Aber du hast doch eben noch gesagt, dass du auch mitkommst. Ja, ich weiß, aber mir ist gerade eingefallen, dass ich noch einen wichtigen Termin habe. Na, so ein Zufall. Ja, so schlimm ist das dann auch wieder nicht. Natürlich nicht. Dann hast du mal ganz für dich alleine. Ich bin mir sicher, er amüsiert dich auch sehr gut ohne mich. Nicht wahr, Marc? Mhm. Ohne dich habe ich mich schon immer besser amüsiert. Und hinterher könnt ihr dann noch einen Happen essen gehen und auf mich anstoßen. Und was ist mit unserer Besprechung? Ach, am besten mit Champagner. Was? Wir stoßen mit Champagner an, auf Clarissa. Für dich nur Orangensaft. Alles, was du willst.
wunderschöner Nachmittag. So viele interessante Leute. Allein die Ziege mit der Sonnenbrille war bestimmt eine Moderedakteurin oder sowas. Was ist? Entschuldige, ich wollte dich nicht enttäuschen. Mit dir allein im Restaurant war es natürlich noch viel, viel schöner. Freut mich, wenn es dir gefallen hat. Jetzt komm, wir setzen uns noch in die Bibliothek und ich mach dir was zu trinken. Das ist nett von dir, aber es geht wirklich nicht. Ich muss jetzt los, ich habe noch ein paar Termine. Ach, das sagst du doch jetzt nur, weil du mich loswerden willst. Nein, bestimmt nicht. 5 Minuten. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Ein andermal, okay? Wir sehen uns bestimmt häufiger in nächster Zeit. Bitte, bitte, bitte. Das ist wichtig. Okay, dann sag's. Aber hier. Soll ich wirklich? Wenn's nichts Schlimmes ist. Es ist, ich meine, Marc, ich finde dich total süß. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich besser. Aber warum denn? Magst du mich denn nicht? Natürlich mag ich dich. Bis bald, okay? Ciao, Bello. Ich denke an dich. Er ist so goldig. Du hättest ihn sehen müssen, wie er mich immer vorgestellt hat. Kein bisschen arrogant. Marc hat eben Stil. Ach, und dann im Restaurant. Ich durfte nichts aussuchen. Er hat bestellt. Er weiß schon was Gutes. Er hat gesagt, er braucht einer Frau nur in die Augen zu sehen, dann weiß er, was sie mag und was nicht. Aha. Und hat's dann auch geschmeckt? Himmlisch. Dann hattest du also einen wunderschönen Tag. Den schönsten meines Lebens. Vielen Dank, Larissa. Ich will ja nicht übertreiben, aber ich glaube, Marc ist einfach perfekt. Das hört sich ja fast danach an, als hätte sich hier jemand unheimlich verliebt. Oh, ich bin total verknallt in ihn. Ich krieg schon welche Knie, wenn ich nur an ihn denke. Dann setz dich bloß hin, bevor du hier noch zusammenklappst. Ich glaube, er mag mich auch. Er muss. Ich weiß sonst nicht, wie ich noch weiterleben soll. Nein. Er hat mich schon fast geküsst. Er war schon so dicht an meinen Lippen. So. Und dann? Hat er einen Rückzieher gemacht. Das sagt aber noch nichts über seine Gefühle aus. Ich glaube ja, er mag dich wirklich. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst! Warum denn auch nicht? Du bist doch eine attraktive junge Dame. Findest du? Na klar, und schon so erwachsen. Mit den verpickelten Knaben aus deiner Klasse kannst du doch bestimmt nichts mehr anfangen. Ja, sag das mal Mama und Christoph. Wieso? Wenn die erfahren, dass ich in einen älteren Mann verliebt bin, dann... Ist doch in Ordnung. Ich kann mich erinnern, mein erster Schwarm war bestimmt so alt wie Marc. Und außerdem müssen sie es ja auch nicht erfahren.